Servus und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Leaves Things Behind. Ich bin's wieder, der Tobi, und ich nehme euch heute mit auf die Blaubergrunde. Das ist eine Rundtour im Mangfallgebirge, verläuft über die Wolfsschlucht auf dem Schildenstein, dann über den Blaubergrat bis hinter zur Halserspitze und dann wieder runter nach Wildbad Kreuth, wo ich geparkt habe. Ist wirklich eine mega schöne Tour. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, wenn ihr wissen wollt, ob die Tour auch was für euch ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, hier Schildenstein über Wolfsschlucht. Hier haben wir jetzt die wunderschönen 7 Hütten. So, hier ist jetzt der Abzweig zum Schildenstein. Hier geht es jetzt hoch, also noch 7 Hütten. Gleich rechts halten. So, hier jetzt den Weg Richtung Große Wolfsschlucht Schildenstein fahren. Geht jetzt hier quasi durch dieses Flussbett entlang. Hier sieht man auch schon die Markierungen. Hier ist jetzt dann gleich der Beginn des Steiges. Seht ihr schon, hier oben, hier geht es dann hoch zum Schildenstein. Den sieht man hier rechts auch schon ganz leicht. Ja, das ist jetzt hier wie so ein leichter Steig, der da hoch geht. Bisschen Kraxelei, aber sollte nichts Dramatisches sein. Ab hier ist der Weg jetzt kurzzeitig mit dem Stahlseil versichert, weil das eigentlich auch nicht so dramatisch ist. Aber ja, wie ihr sehen könnt, ist es ein bisschen glattig hier. Und ja, wenn hier so rutschig ist, dann kann es durchaus schon ein bisschen knicken. Versicherten Stelle. Da geht es jetzt dann erstmal hier so Serpentinen nach oben. Hier schön durch den Wald.
nicht wirklich schwierig. Hier wird zum Schluss noch mal ein bisschen steil. Stundenkletterei wird jetzt das Gelände endlich wieder flacher und ich kriege jetzt auch endlich mal die ersten Sonnenstrahlen ab. Also wenn ich mich nicht täusche, müsste das da drüben auf die Schlucht. Jetzt habe ich die Wolfsschlucht endlich geschafft und jetzt bin ich hier gleich an dem Kamm zwischen Schildenstein und Halserspitz und so hier, und ich gehe jetzt erstmal rechts Richtung Schildenstein und laufe dann wieder zurück Richtung Halserspitze. Hier ist was vor mir. So. Hier geht's weiter. So, Freunde der Sonne. Ich befinde mich jetzt hier schon mitten im Aufstieg auf die Halserspitze bzw. Blaubergspitze. Und ja. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier gerade in der prallen Mittagssonne. Das kostet mich gerade echt einen Haufen Energie.
Aber es wird wahrscheinlich nicht besser werden. Der restliche Weg, so wie es so aussieht, der wird jetzt komplett in der Sonne verlaufen. Also ich auf der anderen Seite wieder runterkommen. Hier hinten seht ihr nochmal den Schildenstein. Gipfel Nummer 1 für heute. Gipfel Nummer 2 wartet schon da oben. Jetzt bin ich gerade im Aufstieg zur Blauer Bergspitze. Hier unten Blaubeerhütte. Unbekannter Gipfel. Und hier geht es jetzt weiter hoch. Mäßig steil. War ziemlich bröselig der Weg hier. Aber wunderschöne Aussicht hier. So, gleich ist geschafft. Gipfel Nummer 3. Hier Leonhardstein, Schildenstein und voraus Blaubeerspitze. Von der Aussicht her und landschaftlich ist es hier schon echt auch eine geile Tour. Ihr kommt zwar insgesamt nicht besonders hoch, ihr kommt nicht über 1900 Höhenmeter, aber nachdem ihr relativ häufig hoch und runter laufen müsst, liebe Leute, da hinter mir habt ihr die Halserspitze und hier sieht man jetzt noch mal den Weg, wo ich gekommen bin. Ja, von da hinten über diesen Grat bin ich rüber. Dort drüben ist der Schildenstein, da geht es runter in die Wolfsschlucht und wenn man hier hinschaut, da hinten Tegernsee, da ist der Leonhardstein, von irgendwo da unten komme ich. Guck ich gerade mal, was mein GPS sagt. Mein GPS sagt mittlerweile 12 Kilometer. Also schon eine ganz schöne Strecke. Aber da drüben ist jetzt schon der Gipfel, jetzt ist wirklich nicht mehr weit. Hier ist wieder ein bisschen ausgesetzt. Allerdings verdecken hier die Lanschen so ein bisschen den Blick in die Tiefe. Trotzdem vorsichtig sein, wenn man es nicht so merkt, aber lieber Vorsicht als Nachsicht.
Servus. So, hier hinter mir liegt der Halserspitz Alpinsteig und der ist schon nicht ohne. Deswegen habe ich da jetzt auch nichts gefilmt, weil ich meine beiden Hände da zum Abklettern gebraucht habe. Dass ihr euch mal einen groben Überblick verschaffen könnt. Ihr steigt irgendwo da hinten ein und dann geht der Weg hier so durch diese Wand durch, hier hinten runter und jetzt hier über diesen Hügel. Ab da ist es eigentlich nicht mehr dramatisch, aber der Weg da durch die Wand, der hat es wirklich ganz schön in sich. Da solltet ihr wirklich absolut schwindelfrei und trittsicher sein. Ansonsten würde ich euch wirklich den Weg empfehlen, wieder zurück über den Blaubeergrat, auch wenn das um einiges länger ist. Aber das ist schon eine kritische Abkürzung. Also gut überlegen, wenn ihr da runter geht. So, liebe Leute, ich habe es mir jetzt hier nochmal im Windschatten von so einem schönen Hütterl bequem gemacht und mache jetzt nochmal eine kurze Pause, bevor ich mich auf den finalen Abstieg begebe. Es ist doch noch ein ganz schönes Stück, da auf dem Schild steht noch 1,5 Stunden. Also ja, werde schon noch ein bisschen brauchen, bis ich unten bin. Was gibt es zu der Tour im Allgemeinen zu sagen? Also der Halserspitz-Alpinsteig und die Wolfsschlucht, die sind auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass es auch in niedrigen Lagen hier in Bayern durchaus anspruchsvolle Steige gibt. Die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Was mir jetzt auch ein bisschen Probleme gemacht hat, war wirklich der Alpinsteig im Abstieg. Weil der extrem ausgesetzt ist und gerade beim Runterlaufen, da kriegt man halt diese Ausgesetztheit noch mal ein bisschen mehr mit als beim Hochklettern. Nichtsdestotrotz, ein schöner Steig, eine schönere Strecke. Die komplette Tour ist auch wirklich wunderbar. Ihr habt teilweise immer wieder Ausblicke auf das komplette Alpenvorland und bis in die hohen Tauern. Es ist wirklich atemberaubend, was ihr da für einen Ausblick auf der Tour habt. Also das muss wirklich mal gesagt werden. Auch hier in niedrigen Lagen gibt es wirklich schöne Touren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht's das auf jeden Fall. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Und ansonsten wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß bei euren eigenen Touren. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.